Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video mit eurem Xaurok und der lieben Xialin. Und der Leo ist auch irgendwo dabei. Ja, so, meine lieben Freunde, bestimmt habt ihr das letzte Video gesehen, wo wir meinen Kleiderschrank ausgemistet habt, aus diesem wunderschönen Buch da, 100 Dinge, die jedes Paar... Nein, die haben ihn nicht ausgemistet, ich habe ihn ausgemistet. Du hast ihn ausgemistet, stimmt, ja, richtig. Du hast ihn ausgemistet. Ja. So, ja, und genau, jetzt... Ausmisten, Challenge, Aufgabe, genau. Wird erledigt, machen wir heute etwas leiser. Hm? Ich habe mir deinen Wunsch zu Herzen genommen. Oh, danke schön. Ja, also wir machen heute das umgekehrte Spiel und zwar werde ich Xialins Schrank heute ausmisten. Ich bin ein Messi, ich kann nichts wegschmeißen. Und da ist auch nicht gerade wenig drin. Also da ist auch schon ein bisschen was. Und ich bin schon mega gespannt, was alles verschwinden wird. Ich habe Angst. Ach, so schlimm wird es schon nicht. So, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Nein. Warte, ich muss das Buch schnell loswerden. Wo fangen wir denn an? Musst du wissen. Na dann, viel Spaß. Viel Spaß. Okay, fangen wir vielleicht hiermit an. Bei Xenon ist das alles ein bisschen ordentlicher, wie man sehen kann, zumindest was hier so hängt. Und aus Erfahrung weiß ich, dass diese Sachen öfters mal getragen werden. Nicht alles, aber einiges. Was ich weiß, was nicht oft getragen wird, ist das Zeug. Das ist seit dem Umzug nicht mal ausgepackt. Ja, das ist schon ziemlich viel. Hier, glaube ich, wird es auch ein bisschen kritisch, aber das sehen wir dann gleich. Das sind die Sachen, die ich nach dem Waschen zu faul bin, aufzuhängen, die da unten liegen. Und manchmal mache ich mir die Mühe und hänge dann auf und dann hängt es wieder. Okay. Das heißt, die Sachen, die da unten liegen, sind die, die ich ganz oft anziehe. Aha, sehr gut. Gut, fangen wir mal hier bei diesem wunderschönen, guten Stück an. Das musst du wissen, ich würde es nicht wegschmeißen, weil es einfach. Ja, ich würde es auch aufheben. Ich glaube, ab und zu im Sommer oder so oder im Frühling kann man das bestimmt wieder anziehen. Irgendwann kommt dann manchmal der Moment, wo man dann sagt. Ja, den hatte ich auch schon, wo ich dann was wieder angezogen habe. Ja, da gibt es zum Beispiel sagen, ein T-Shirt, das da drin hängt. Da hatte ich diesen Moment, wo ich gedacht habe, ich würde es gerne wieder anziehen. Und ich habe es probiert und es hat mir nicht mehr gefallen. Ja, das ist halt so. Ja. Manchmal lässt man sich. So, Omas Strickjacke. Spaß. Was ist das? Das ist so ein Poncho, oder? Ja, so ein bisschen. Also es hat schon Arme. Ich will es nicht wegschmeißen, weil ich es schön finde. Ja, finde ich auch. Okay, gut. Ich hatte das echt selten an. Oh, jetzt wird's hübsch. Ich werde es aber wahrscheinlich nie wieder anziehen. Okay, also machen wir es weg. Ja. Legen wir es mal hier hin. Kannst du mal Abschied nehmen. Guck mal her, guck mal her. Nochmal Abschied nehmen. Das fühlt sich so schön an, das ist so ein seidiger Stoff. Ja. Ich kann es ja mal anziehen. Eigentlich auch noch richtig. Vielleicht gut, bin ich dicker geworden und passe jetzt rein. Ja. Ich probiere es nachher mal. Okay. So, was haben wir hier? Eine Person ist da drauf. Ich weiß, dass du Sachen nicht magst, wo Menschen drauf sind. Ich traue es mich in dem Video nicht zu sagen, weil ich Angst habe, dass es jemand sieht. Ich weiß, von wem es ist. Es war ein geschenktes T-Shirt. Ja, genau. Und ich habe es einmal angezogen, als wir da hingefahren sind, um der Person zu zeigen, dass ich es anhabe. Ja, aber du magst es nicht eigentlich, weil Menschen drauf sind. Ja, ich finde die erstens hässlich und ich mag keine T-Shirts oder Klamotten, wo Menschen drauf sind. Ja, kann ich irgendwie nachvollziehen, finde ich nämlich auch nicht toll. Ich sag einfach, du warst es. Ja, ich habe jetzt entschieden. Ich find's nicht mehr. Also, Mama, ich habe entschieden, das passt nicht zu meiner Frau. Die muss vernünftige Sachen anziehen. Also, Mama, falls du es tatsächlich siehst, es tut mir leid. So. Ich fühle mich so schlecht. Was haben wir hier? Oh, das ist ja schön. Gefällt dir das? Ja. Weil es mir so mittelträchtig gefällt. Mittelträchtig? Ich finde, wenn ich trächtiger wäre, würde es mir vielleicht wieder gefallen. Jetzt Achtung, mittelträchtig. Mittelprächtig, meine ich. Halt die Klappe und entscheid dich. Ja, du nimmst was mal auf. Ich finde es jetzt nicht unbedingt hässlich. Ich auch nicht. Oh, das ist schön. Würdest du auch nicht mal anziehen, oder? Erinnerst du dich nicht, dass ich das vor ein, zwei Monaten probiert habe, weil ich es gerne anziehen würde, aber es gefällt mir nicht mehr, wenn ich es anhab. Nee, es hat mir nicht mehr gefallen. Ich habe es angezogen, es hat mir absolut nicht mehr gefallen. Absolut gar nicht mehr? Nee. Dann tun wir es weg. Ja. Oh, süß, Pünktchen. Ich habe dieses T-Shirt geliebt, vor allem in Verbindung mit dieser kaputten Hose. Und jetzt nicht mehr?
Ich habe es letztens angezogen, weil ich es wieder anziehen wollte, weil ich es so geliebt habe und es hat mir nicht gefallen. Also faszinierendes Problem habe ich. Die zwei habe ich ja beide dann anprobiert, ja, aber haben mir beide nicht mehr gefallen. Also auch weg. Ich würde damit nicht mehr rausgehen, nein. Es ist mir zu kurz und diese Schleife da vorne stört mich auch. Faszinierend, oder, Leute? Mag einer mal diese Frauen verstehen? Ich verstehe das echt nicht. Also wirklich, ich meine es ernst, ich verstehe es nicht. Ich finde es schön. Ich finde es auch schön, aber ich würde so nicht mehr rausgehen. Ja, wenn du dich wohlfühlst, ist das Quatsch. Du hast doch selber gesagt, in deinen Baggy-Klamotten würdest du nicht mehr rausgehen. Nein, ich verstehe nicht. Ist doch genau das Gleiche. Ja, Baggy und das da ist nochmal so ein, ich weiß nicht, schon ein Unterschied. Ja, aber ich will keine Schleife vorne auf der Brust haben. Nee, Schleifen. Nee, ich verstehe dich, das ist in Ordnung. Okay, ja, gut. So ein bisschen ausgeblichen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ist es ausgeblichen? Ich glaube, die Farbe ist so. Die haben meiner Cousine gehört, da hat mir meine Tante doch mal was mitgebracht, ob ich das haben will. Und ich fand die ganz okay, aber ich ziehe sie ehrlich gesagt nicht an. Also ich finde es ehrlich gesagt hässlich. Ja. Was ist das da? Das ist so ein ähnliches in weiß. Und was ist mit dem? Ziehe ich auch nicht an. Tschüss! Was ist damit? Das ist schon etwas schwieriger, oder? Aber hast du manchmal an, habe ich das Gefühl, oder? Ziehst du manchmal an? Ich würde mehr darauf achten, was meine Frau anhat. Ich glaube, das hast du geschenkt bekommen, hast, oder? Nee, warte mal. Hast du es selber gekauft? Gott, ich merke mir gar nichts, merke ich gerade. Ich weiß bei ihm bei jedem Teil, welches, wann wir das wo gekauft haben. Ja, sorry, ja, also wirklich. Tut mir leid. Du hast auch viel mehr T-Shirts als ich. Dafür habe ich nicht so viele Hosen wie du. Ja, meine Hosen sind 30 Jahre alt. So, okay, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Spontan würde ich sagen, du ziehst es noch an. Ich finde es schön, weil es auch mal eine knallige Farbe ist. Kann man immer mal gebrauchen. Und letztens hast du mir gesagt, dass du vielleicht doch mal gerne wieder was Rotes anziehen würdest oder so. So. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das gekauft habe. Und ich hatte es bis jetzt einmal in der Arbeit an. Ich habe es mir ja für die Arbeit gekauft eigentlich. Ich finde es auch schön. Man sieht halt da auch schnell den Bauch, wenn ich ein bisschen mehr gegessen habe die Tage davor. Und man muss es bügeln. Ja, super. Perfekt für die Challenge. Genau. Wird gebügelt und dann ziehe ich es in die Arbeit an. Ich bin jetzt nicht so der Streifen-Fan, vor allem in so einer engen Reihenfolge. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde es wegtun. Ich finde jetzt so Streifen nicht so. Okay. Oh nein, sie ist traurig. Ich ziehe es wahrscheinlich nicht mehr an, aber eigentlich mag ich es gerne. Aber wahrscheinlich ziehe ich es nicht mehr an. Ich lege es mal hier hin. Ich denke nochmal drüber nach. So, was haben wir hier? Ich ziehe es nachher mal an und gucke es mir an. Das ist eine Idee. So. Das hier ist, glaube ich, extrem ausgeleiert. Das Gestreifte gar nicht so. Das ja, unten hier ist, voll krass. Ja, guck mal, wie das die eine Seite geht, wie so ein A. Ja, die eine Seite ist voll komisch ausgeleiert. Ja, stimmt. Hier ist okay, ja, ne? Aber hier? Frag mich nicht, warum. Und hinten auch, guck mal. Man sieht das so richtig. Ja, das, da so das ist voll verzerrt. Ja. Oh, das habe ich immer geliebt an dir. Ich habe hier einen Fleck. Ja. Was ist das? Das ist Sekundenkleber oder so, oder? Nein, das ist Deo. Ja, frag mich nicht, warum, wie das an dem Stoff liegt. Der hat irgendwann angefangen, wegen dem Deo so komische Flecken zu entwickeln. Das heißt wahrscheinlich dann auch... Ich habe es dann irgendwann nur noch eben mit Bolero drüber angezogen, aber... Ist auch schon ausgewaschen. So alt. Ich glaube nicht, dass ich das noch anziehe. Vor allem, das Problem ist in der Arbeit, ich muss immer die Möglichkeit haben, mein Jäckchen auszuziehen, weil manchmal... Da ist es oft so warm im Büro. Oh, den gebe ich nicht her. I need a hug. Can't reach. Oh nein, sie können sich nicht erreichen. Oh. Sind zu kurze Arme, Leute. Oh mein Gott. Der ist ja auch noch nicht so alt. Nee, der ist super süß. Du, jetzt wird's älter. Das, glaube ich, war das T-Shirt oder Pulli, den du anhattest, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Stimmt. Nee. Nee. Streifen an? Ja, das war ein T-Shirt, ein schwarz-grau gestreiftes T-Shirt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch habe. Müssen wir mal damit jetzt? Also sag du es mir. Ja, bin ich auch dafür. Ich habe den jahrelang fast täglich getragen. Der sieht aber auch gut aus. Ja, außer dass er halt verfärbt ist. Also das Schwarz ist leicht ausgewaschen und das Weiß ist leicht gräulich. Ansonsten sieht er echt noch top aus. Kann man nichts sagen. Sieht auch schon etwas älter aus, viel benutzt. Also ich würde es wegtun. Ja. Den hatte ich auch wesentlich seltener an als den schwarz-weißen, aber... Ach krass. Ich finde den schön. Aber der ist auch schon ein bisschen älter. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass der hier so
so ein bisschen anders da ist als wie die meisten. Kein V-Ausschnitt oder sonst irgendwas, sondern hier so einen schönen Kragen, der nach vorne hängt. Aber ich habe dich schon lange nicht mehr damit gesehen. Wahrscheinlich ziehst du ihn nicht mehr an. Ich mochte den immer voll gerne vom Schnitt und vom Aussehen her, weil auch der Kragen, der hat mir auch immer gut gefallen. Zwei Probleme. Oh je, der hängt, man sieht deinen Bauch. Genau, man sieht meinen Bauch und er hängt vorne am Hals dran und das mag ich nicht. Hier oder was? Ja, ich bin den ganzen Tag am Runterziehen. Also wirst du ihn wahrscheinlich nie wieder anziehen, gell? Vor allem, es gab eine Zeit, da mochte ich halt diesen Streifen-Style, deswegen habe ich hier, ich habe den da gekauft, dann habe ich irgendwann den da gekauft und dann irgendwann den da so über 3-4 Jahre verteilt, aber mittlerweile ist es nicht mehr so meins. Oh, das ist auch alt. Ja, das habe ich eigentlich nur noch für Notfälle, wenn meine anderen Sachen in der Wäsche sind. Und eigentlich auch eher nur für zu Hause dann noch, gell? Ja, und eigentlich, ich finde es auch nicht mehr bequem, es ist mir dann zu kurz. Es ist ausgewaschen. Dann weg, oder? Weg. Eigentlich kann es weg. Radikal. Das ist wenigstens ein bisschen Stoff. Das hast du damals mit mir gekauft. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Wir haben so viele andere schöne Pullis. Ja. War das wahrscheinlich unser erstes Mal gemeinsam shoppen, kann das sein? Das ist derselbe, nur ja. Weiß. Ja. Haben wir zusammen gekauft. Aber dann auch, oder? Ja. Vielleicht ja zu der? Hause mal wieder. Ja, der darf Handball nicht weg. Zum einen? Ja, deiner hängt ja auch noch im Schrank. Ja, der darf natürlich nicht weg. Der ist auch schon älter. Aber es war mutig. Ich kannte dich meistens immer nur mit so schwarz-weiß. Stimmt, und das ist voll knallig. Und plötzlich, bam, braun. Das hier war mutig. Ja, das war auch mutig, aber das war auch mutig. Aber ich glaube, sowas ziehst du nicht mehr an. Nee, der kann weg. Da habe ich jetzt auch nicht so große Schmerzen. Ich habe den eine Zeit lang sehr gerne angezogen, aber... Ah. Den, ja, den habe ich auch schon ewig. Ich glaube, dass mir den meine Mutter damals sogar noch gekauft hat. Ich hatte, glaube ich, sogar in Erinnerung, dass du damit Vorstellungsgespräche hattest. Kann das sein? Kann sogar sein. Wobei, nee, das ist, glaube ich, was anderes, was du meinst. Aber den brauche ich gleich noch. Der kann dann weg, aber ich brauche ihn gleich noch. Ich will doch auch ein Outfit anziehen von damals. Okay. Hier. Sieht ein bisschen kaputt aus. Was ist denn hier passiert? Ist ja voll löchrig. Oft und viel getragen. Alter, das ist ja auch echt extrem ausgeleiert. Ich liebe diese Farbe. Aber wir können das nicht aufheben. Doch, ich ziehe das regelmäßig unter dem Pulli an. Nee, das geht nicht. Warum nicht? Das ist so kaputt. Ich zieh's aber regelmäßig an. Das sieht doch unterm Pulli keiner. Ist mir egal. Guck mal hier, ein Loch. Ja, na und? Ist mir egal. Wenn ich's aber doch regelmäßig anziehe. Ich wollte nur gucken, wie du reagierst. Ich habe nur drei schwarze, die ziehe ich ja eh am liebsten drunter an, diese drei schwarzen Trägertops. Aber wenn die in der Wäsche sind, dann ziehe ich das und das Gelbe, was ich davon noch habe. Es ist doppelt so lang, wie als ich es gekauft habe. Es ist auch ein Lumpen, aber es hält warm. Ich bin mal gespannt, was wir alles für Raritäten hier entdecken. Meine lieben Leute, wer jetzt so lange dran geblieben ist, wird belohnt. Schaut euch das mal an, wunderschön. Diese Hose habe ich immer mit dem weißen Pulli angezogen, wo ich gesagt habe, den musst du noch aufheben, schnell. Sexy. So. Wo ist der? Ach, da ist der weiße. Genau, das habe ich immer zusammen. Und ich hatte dann, ich muss schauen, ob ich diese Kette noch habe. Hey, das ist ja eine Hose von... Nein, das ist meine. Oh, mit Fahrradkettenöl, meine lieben Damen und Herren. Xian ist nämlich früher mit dem Fahrrad. Ich bin damit immer mit so einem Bahnhof. Und diese Hose. Und hier sieht es auch ein bisschen so aus, als wärst du mal drin hängen geblieben oder so. Ich weiß nicht, warum sie aufgerissen ist. Die Hose ist halt auch einfach 25 cm zu lang. Ist das die Hose? Das ist die vom Foto. Ja. Müsste eigentlich behalten, oder? Ja. So für das Foto dann. Ja. Okay. So. Ich habe die irgendwann, da habe ich sie eigentlich auch schon gar nicht mehr angezogen. Und dann sind wir mit der Klasse zu so einer komischen Ausgrabungsstätte gegangen und ich habe gedacht, ich brauche eine Hose, die ich dreckig oder kaputt machen kann. Und dann habe ich, glaube ich, diese Hose aus dem Schrank geholt und dann war da ein 20-Euro-Schein in der Hosentasche. Boah, cool. So, was haben wir hier? Ah, drei Viertel. Oh, meine Dreiviertelhose. Magst du die noch? Ich habe keine Ahnung, ich will sie mal anprobieren. Gut, die habe ich ja schon voll vergessen. So. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die geschnitten ist. Boah, ist die dünn. Schmeiß die weg, die ist so hässlich.
Ich hatte so eine schwarze Jeggings, die ist kaputt gegangen und dann gab es nirgends. In keinem Laden gab es mehr welche. Und dann habe ich diese Jeans da gekauft und die ist so ausgeblichen. Die habe ich auch von meiner Cousine, nur dass die ein gutes Stück größer ist als ich und ich wollte sie eigentlich mal kürzen lassen. Tschüss. Warum? Ernsthaft. Wieso? Was spricht gegen die Hose? Wieso die echt nur aufheben? Die lag jetzt 3 Jahre lang da drin. Ich will, ja, weißt du warum? Weil ich nie zum Kürzen gehe. Weil ja, ich immer zu faul bin. Ich nicht jetzt kürzen. Ja, okay. In den nächsten 10 Jahren oder so. Das ist eine super Markenjeans. Dann legen wir sie jetzt irgendwo hin. Ich könnte auch mal die ganzen Hosen kürzen und kleiner machen lassen. Ja, dann mach das. Nein, mach ich nicht. Ist ja nett. Mit Arsch gefallen. Ja, ich fand die so toll damals. Und jetzt nicht mehr? Ist aber eigentlich auch noch eine gute Hose, gell? Ja. Ist eine Schlaghose mit der Arschgeweih, Wahnsinn. Modisch. Ich finde sie irgendwie schön, aber ich würde sie niemals, never, ever anziehen. Das ist der Pulli vom Foto. Ach so, ja stimmt. Da löst sich der Kragen schon ab, der ist ausgewaschen, der ist schon voll im... Und willst du den dann fürs Foto anziehen? Ja. Ja, hallo, muss ich doch. Ja, ja, das stimmt. Das mit dem Kragen siehst du gar nicht, weil der Kragen drüber hängt. Ja. Oh, das ist ja nur mehr. Okay, was haben wir hier? Das kann weg. Was meinst du? Ich finde das eigentlich voll schön. Echt? Nee, doch nicht. Boah, was ein Berg. Der nächste 3-Jahres-Sack. Keine Ahnung. Warte mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich... Oh! Hey, ich habe das Gefühl, ich erinnere mich dran, aber irgendwie auch nicht. Was ist das? Ist das eine Badehose? Nein. Hä? Ich habe das Gefühl, ich erinnere mich dran wegen diesen Dingern da an der Seite. Aber irgendwie... Hä? Das ist dann so eine Art... Oh, das kann ja sowas von weg. Oder? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Krass. Ja, dann ist es ja einfach, oder? Wie alt ist das? Ja, weg damit. Es wird echt kindermäßig gerade, oder? Das habe ich auch schon seit 20 Jahren oder so, dieses T-Shirt. Weißt du, wo ich das her habe? Nein, noch nicht. Da war ich, keine Ahnung, 9 oder so. Da hatte mein Onkel, oder ich weiß nicht... Racing Metzler. Ja, das war irgendwie so ein Verein und irgendwie hatten die so Kindermotorräder und jedes zweite Wochenende durften wir da fahren und da war irgendwie ein Typ oder so, der war schon ein bisschen älter und der ist bei so Rennen mitgefahren und da gab es irgendwie diese T-Shirts und da habe ich das dann mal gekriegt. Keine Ahnung, mach weg. Ehrlich? Ja. Okay. Mein Abschluss-T-Shirt! Ah, das darf. Ich fand es zwar voll hässlich, ich mochte weder rosa noch Wodka. Das Ding ist eigentlich grottenhässlich und absolut abartig, aber es ist mein Abschluss-T-Shirt. Und hinten stehen die Namen der Klasse drauf. Ja, und oben ist der Klassenpapi. Da ist ein Foto drauf. Das war unser Klassenlehrer. Und der war so lieb und so nett. Wir haben ihn immer unseren Klassenpapi genannt. Da ist natürlich außer Frage, was damit passiert. Oha. Oh, das ist voll fick. Ach! Ja, das kann auch nicht weg. Nee, natürlich nicht. Ich hatte eine Freundin, die ist, ich glaube, zur 8. Klasse ist die weggezogen nach Dresden. Und da habe ich dieses T-Shirt mitgebracht und dann haben wir alle da drauf gemalt. Das? Oh, mein Britney Spears T-Shirt! Ach du heilige Scheiße! Ich wusste gar nicht mehr, dass ich eins hatte. Jetzt weiß ich es wieder. Erinnerung, oder? Ja, komm, lass im Schrank. Eigentlich würde ich jetzt sogar sagen, mach weg, aber komm, rein damit. Uff. Das ist es! Das ist das T-Shirt, in dem ich dich das erste Mal gesehen habe. Ja! Erinnerung? Ja, natürlich. Dein schon, rotes oder? T-Shirt durfte ja auch nicht weg. Ja, eben. Ich frage ja dich. Kann ja sein, dass du das anders da siehst. Boah, Alter. Bei dir hat es sich auch gelohnt. Ja. Man muss dazu sagen, dass meine Hosen hier viel Platz wegnehmen. Das stimmt. Ja, da sind jetzt aber auch einige alte Jeans dabei. Ja, das stimmt. Das ich glaube, die habe ich damals auch alle wirklich zum Handwerkern und Gartenarbeit und so aufgehoben, aber... Reicht da ja. Wo sind meine Pokémon-T-Shirts? Ah, weiß ich. Die wahrscheinlich dann in der Poké-Kiste, oder? Sachen, ja. In der Poké-Kiste. Magst du das wieder hochlegen? Ja, natürlich. Dankeschön. Gerne doch. So, da ist ja auch ganz schön was weggeflogen. Krass. Hätte ich gar nicht gedacht. Vor allem die zwei großen Säcke, die fehlen jetzt natürlich da oben. Fall ich dir?
Ja, gar nicht mal so verkehrt. Also, es ist natürlich anders da, vor allem die Schlaghose jetzt, ne? Aber ansonsten. Ich habe schlimmer noch so eine gehofft. Silberne Federkette an. Aha, okay. Ja. Hast du was schlimmer gehofft? Ja, oh Gott, das ist komisch. Ich dachte, dass deins ein bisschen, meins ein bisschen in Vergessenheit geraten lässt. Und wie fühlst du dich? Schrecklich, der Pulli ist abartig. Ja, glaube ich. Aber so von den Erinnerungen her jetzt oder so? Jetzt nicht so, wie du das im letzten Video beschrieben hast. Irgendwie, ich bin froh, wenn ich es wieder los bin. Das ist ja schon witzig, aber nee. Okay, cool. Aber sie lacht. Das ja ist schon mal gut. Also das, ich hatte auch immer nur das zusammen dann an. Das hatte ich eine Zeit lang. Oder halt dann Jeans und schwarzen Strickpulli. Ja. War immer das Gleiche. Mhm. Faszinierend. Ich habe jetzt nicht gedacht so, also ich habe jetzt so ein bisschen gedacht so, oh, jetzt sehe ich gleich Xialin, wie sie vor 10 Jahren war. Aber das ist nicht der Fall, ja, definitiv muss ich nicht. Ja, das anziehen. Ja, vielleicht, aber ich glaube auch da nicht so ganz. Die Haare sind definitiv anders, das Gesicht hat sich doch verändert und so. Ja, genau. So, Fazit? War gut, war mal Zeit. War mal Zeit. Eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Also kann man eigentlich jedem empfehlen, glaube ich. Also man sollte natürlich den anderen ein bisschen respektieren. Ja, ich finde es auch, wenn das deine Lieblingssache oder du hängst da dran, dann ja, kann ich nicht Spaß. Genau, also das sollte man nicht machen. Wenn ihr das mit eurem Partner machen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Kann man auf jeden Fall machen. Vor allem, man hat danach wieder Platz ja für neues Zeug. Schau mal, wie wenig Sachen ich habe. Ja gut, die Sachen, die ich in der Arbeit trage, die hängen alle drüben. Stimmt, die hängen alle im Bad. Im Bad hängt noch einiges. An der Heizung. Ja. Von mir ja auch jetzt ein paar neue Sachen, ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall, glaube ich, ist das eine schöne Sache. Und man hat auch nochmal Erinnerungen. Schon heftig. Also das ist schon witzig. Kann ich nur empfehlen, macht echt Spaß. Und man räumt halt auch mal auf. Ja, definitiv. Ja. Ja. Was gibt es noch dazu zu sagen? Nix. Vergesst nicht, das andere Video anzuschauen, also das, ja, was wir davor gemacht haben. Und vergesst nicht da zu liken. Genau, also wie gesagt, 20 Likes für Bügel. 150. 100, nee, doch 100, ne? 100 ja, Likes für die Hotpants, dass ich die Hotpants anziehe, die von Xialin. Und 150, wenn wir oder ich in diesen alten Klamotten einkaufen gehen. Oh, wow. Aber 150 Likes, das dauert ein paar Jahre. So, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder besser gesagt, wir. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!